Ein herzliches Hallo und damit willkommen zurück hier bei Medieval Dynasty auf der Mission Nächtliches Geheule. Ich hoffe nicht nur, dass wir jetzt bis zur Nacht warten müssen, sondern wir streifen hier mal obrig rum. Es könnte ja sein, dass die Wölfe hier in der Nähe schon sind. Ein bisschen schade finde ich ja, dass uns nicht angezeigt wird, wie viele Pfeile wir noch im Inventar haben. Das ist ein bisschen schade. Aber es sollte auch nicht. Auf dem Weg noch ein bisschen Johanniskraut sammeln. Hier irgendwo Wölfe sein. Im Dickicht. Und noch ein paar Beeren sammeln. Nein, kein Fichtenzweig, Beeren. Ja, will er nicht. Also wenn man Wölfe sucht, ja, dann tauchen sie nicht auf. Aber ich glaube, wenn man vor ihm weglaufen möchte, dann sind sie immer präsent. Immer da. Ach, komm her. Auch noch ein paar Beeren. So, ich hoffe, die Befruchtung hat stattgefunden. Also, die Befruchtung, ihr wisst, was ich meine. Wir brauchen dringend dann halt irgendwann auch Nachkommen. Sich nichts sehen hier, ne? Es lässt sich nichts sehen. Weiter geht's. Ja, ich habe ich jetzt. Ich will dich nicht, wollte ich nicht. Nein! Gut, dich nehmen wir einfach nochmal mit. Mach das. Heute dieses Tier. Und die Steinpfeile gab es wieder. Das ist gut. Da oben ist auch noch so ein. Ah! Das gibt's doch nicht. Im selben Moment. So, eigentlich auf. Wo sind denn die Wölfe? Kann man die nicht anlocken? Kann ich hier nicht irgendwie Wolf anlocken? Nee. Das ist ein Steinpfeil. Wo immer der herkommt. Keine Ahnung. Waren wahrscheinlich andere Jäger noch unterwegs. Höchstwahrscheinlich noch andere unterwegs. So, ich glaube, wir müssen eigentlich was trinken, aber dafür haben wir Beeren eingesammelt, Leute. Die werden wir jetzt nochmal. Wir essen uns einfach. Wir hauen sie uns einfach in die Kimme rein, in die Wanne. So. Wunderbar. Das gibt Flüssigkeit. So, hier geht's nach. Oh, warte mal.
Moment, wo sind wir eigentlich gerade? Oh, wir sind schon ganz weit hier hinten. Wir könnten nach Hornika gehen. Wollen wir das mal machen? Zumindest erstmal in die Richtung. Ob wir da ganz hinlaufen, ist zwar die andere Frage. Und ob es hier Wölfe gibt, ist halt die nächste. Mal hier oben rauf, vielleicht sieht man da mehr. Boah, ist das ein Bär? Gott, das ist ein Bär. Okay, der Bär rennt weg. Ehrlich gesagt, möchte ich aber auch nicht zu nah ran, oder? Was? Um Gottes Willen, warum haben wir denn... Wir haben doch nicht so viele Pfeile verschossen. Wir haben doch nicht so viele... Das geht doch nicht. Das geht doch nicht. Leute. So viele Pfeile. Wir haben doch 35 Pfeile im Inventar gehabt. Wo haben wir die denn alle hingeschossen? Das muss ich jetzt erstmal prüfen hier. Da geht ja gar nicht. Wir haben 25 Pfeile. Warum hat er denn nicht... Keine Pfeile. Stein. Nicht dein Ernst. Okay, alles klar. Die muss ich noch mal ausrüsten. Da ist er. Oh ja. Dann heute mal den Bären. Mal gucken, was da rauskommt. Ich bin gespannt, wie viel Fleisch und wie viel... 5 Pelz, 5 Leder, 10 Fleisch. Nicht schlecht. Nicht schlecht an der Stelle. Und es geht weiter in diese Richtung. Unser Bogen geht langsam... Ist langsam... Am Ende, will ich sagen. Ist das eine Höhle? Nein! Wie cool! Das ist wie ein Steinbruch, ne? Oh, wie geil! Okay, hier ist zu Ende. Ist hier sonst irgendwas, was... Das sind wahrscheinlich alle Steine, die man abbauen kann. Wenn man denn dann... Na, ihr wisst, was ich meine. Oh, habe ich mich jetzt verlaufen? Ich glaube, ich muss noch zurück. Es wird nämlich langsam duster, dünkelchen. Dünkel. Ich glaube, wir sind von hier gekommen. Ja, sieht so aus. Von hier sind wir gekommen. Sehr schön. Okay, ja, dann machen wir uns auf den Rückweg. Also, wir müssen uns ja irgendwie mal auf den Rückweg machen. Geht's in diese Richtung? Ja, so ein Stückchen, ne? Wir gehen hier querfeldein. Vielleicht haben wir Glück und treffen auch einen Wolf.
Ja, wenn man Wolf sucht, ne? Wenn man einen Wolf sucht. Hier sind noch Beeren. Will die noch mitnehmen? Ich meine, das ist geschenktes Geld. Das muss man ganz klar sagen. Das sollten wir auf jeden Fall noch ein bisschen mitnehmen hier. Einmal kurz so ja, schräg durchflanieren. Wenn ich immer abbrechen würde, dann wäre das sehr gut. So. Machen wir uns auf den Weg, dann ist auch Herbst, Leute, und dann können wir unseren Roggen aussehen. Ein bisschen Düngemittel drauf, ein bisschen Düngemittel drauf, so. Und sind wir auf dem richtigen Weg? Ja, wir sind quasi auf dem richtigen Weg. Entschuldigt, da habe ich wohl Schluck aufgekriegt. Eine Fährte zu sehen. Wir sind auf dem richtigen Weg. Dort unten ist unser kleiner Hof, unsere kleine Farm. Es muss direkt hinter diesem Hügel sein. Da ist es. Sehr schön. Home sweet home, sage ich nur. Und ich würde sagen, ja, wir werden den Jahreswechsel durchziehen. Ab ins Heierbettchen. Vorher braten wir uns das Fleisch noch. Das gibt wieder Pünktchen. So, sehr schön, Leute. Ein paar Minütchen haben wir ja noch, quasi noch die Hälfte der Folge. Es sind ja erst 13 Minuten gelaufen, knappe. Und wir schauen mal, ich denke mal, diese Wolf-Geschichte, die werden wir nebenbei erledigen. Ich denke, es macht mehr Sinn. Ja, Bären können wir jetzt nicht mehr sammeln, aber Johanniskraut zu sammeln und Reh zu jagen und das Ganze zu verkaufen, um halt entsprechend Geld zu haben. Wir können ja gleich nochmal eben, bevor ich mich schlafen lege, noch kurz rein. Ach, ist egal. Wir legen uns pennen, machen es gleich beim nächsten Mal, eben den Jahreswechsel zu vollziehen. Sonst verliert sich wieder entsprechend die Zeit. So. Wunderbar. Komm ab ins Heierbettchen. So, wir sind es gleich. Verfügbar in 10. Ah, Gott sei Dank. Wir haben es gerade so hinbekommen. Kann ich mit dir halt nochmal was sprechen? Kannst du mir bei meinem Herzen liegt, ja? Nein. Wundenheim? Nein. Lass uns was anderes reden. Hast du einen Moment Zeit? Aber jetzt ist es schön, wenn wir es nicht. Ja, gab fünf Punkte, ist doch gut. Das ist doch gut. Okay, auf Wiedersehen. Jetzt können wir uns aber auch hinlegen. Ab geht's. Rennen in den Herbst. Und es regnet. Zum ersten Mal regnet's. Leute, wie cool. Oder? Jetzt ernsthaft, das ist das erste Mal, dass es regnet. Finde ich gut. So. Dünger. Den schnappen wir uns mal rüber. Ich glaube, wir brauchen nur einen Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, akzeptieren und den Roggensamen. Den Roggensamen, der geht komplett rüber und dann brauchen wir noch die Tasche. So ist es. Inventar, das heißt, wir brauchen die Tasche und die weisen wir der 4 zu. Genau, und
wir müssen bald noch eine neue Fackel machen, ne? Zwiebeln. Tasche? Nee, warte mal, wie war denn das? Könnte man... Ah, wie war denn das jetzt nochmal? Da muss ich nochmal eben in die Einstellung gucken. Das weiß ich gerade nicht mehr. Und zwar geht es doch... nicht Haltung ändern, Prüfmodus, Auswahlmenü. Ist das Q? Muss ich da Q drücken? Nein, das war es nicht. Nochmal in die Einstellung. So. Auf ab. Nein, das ist alles Hut. Das will ich ja gar nicht. Hat. Technologie, Fähigkeit, interagieren, E. Packen, Gegenstände, Verstand. E wäre noch eine Option. Nein, das kann doch nicht sein. E, 4. Ach, mein Gott, ich bin ja auch ein bisschen... So, Dünger. 6-mal Dünger. Kann sein, dass die Karotten fertig sind. Boah, das stürmt richtig. Guckt euch das an. Ein Monsun. Muss ich jetzt erst das Feld umgraben? Ungepflügtes Feld, jawohl. So ist es. Wir müssen erstmal pflügen. Das kriegen wir auch noch hin. Wo ist denn die hölzerne Hacke? So, die geht erstmal rüber. Dann gehen wir hier rein. Dann hölzerne Hacke mal auf die 5. So, los geht's. Nimm hier die hölzerne Hacke. Wir müssen erstmal das Feld umflügen. Was? Dünger benötigt. Ja, dann. Ah. So sieht's aus. Erst den Dünger auftragen. Hä? Moment. So, jetzt nochmal. Komm. Ja, sehr gut. Ein Glück geht das nicht verloren. So, jetzt haben wir das geschafft. Dann pflügen wir das unter. Und dann schnappen wir uns die Tasche und wo ist er denn? Roggen. Da ist er. Und dann sehen wir Roggen an. Bisschen austesten. Ich bin gespannt, was der Roggen an Geld bringt. Oh. So, damit ist der Roggen ausgetragen. Wir können die Karotten einsammeln. Mensch, das läuft. Das läuft ja richtig. Dann können wir theoretisch... Können theoretisch noch ein Feld anlegen, oder? Können wir noch ein Feld anlegen? Nee, das müssen wir... Wie war denn das nochmal? Mit genügend Ressourcen, das verstehe ich halt. Die haben wir schon. Zäune war es auch nicht. Lass mal kurz gucken, bitte. Einfache Tasche möchte ich gar nicht craften. Ich brauche ich dafür einen Bauhammer oder was? Das kann doch nicht Sinn, oder? Das müssen wir mal rausfinden. Hölzerner Hammer. Komm, den nehmen wir nochmal darüber und den packen wir mal auf die 2. Wo ist er denn, der hölzerne Hammer? Ab auf die 2. Nee, damit kann ich Gebäude... Ach, Landwirtschaft war es. Feld anlegen. Ich kann das nicht erweitern, ne? Reparatur zerstören. Wir machen den Lattenzaun mal weg und erweitern das Feld jetzt an der Stelle. So, Landwirtschaft, Feld anlegen.
muss mal eben ein bisschen hin und her springen hier. So. Kann ich da nicht rangehen? Oh, das ist ärgerlich. Wollte jetzt eigentlich nicht noch... Okay, ja, dann ist es so. So. Das sieht echt doof aus. Wobei, warte, Moment. Stopp. Wir können doch. Wir haben doch hier den... So. Jetzt machen wir ein neues Feld. Das müsste ja jetzt... Moment, das müsste ja jetzt funktionieren, wenn wir hier... Genau. Nochmal ein sechser Feld. Boom, sehr gut. Ja, so ist richtig. So habe ich mir das vorgestellt. So, jetzt steht das Feld und dann können wir, wir holen uns nochmal, haben wir eigentlich Dünger schon noch? Ich meine, wie viel Dünger haben wir denn? Einen Moment, jetzt müssen wir echt nochmal auf die Tasche gehen. Nochmal den Dünger haben wir nicht, aber wir können nochmal sechsmal düngen und das Ding schon mal umflügen. Und holen uns auf jeden Fall noch Roggensamen. Das machen wir auf jeden Fall noch. Dünger haben wir noch 9, das heißt, wir brauchen nur noch Roggensamen. Das machen wir. Dann gehen wir nämlich rüber. Wir haben Beeren, wir haben gebratenes Fleisch, wir haben Johannisbaum, wir haben die Karotten, die wir ja so erstmal gar nicht verwenden werden an der Stelle. Pelzstocker, Leinenfaden. Dann können wir nämlich, genau, das ist es, rüber zur Jagdhütte, den Leinenfaden dahin und uns vielleicht nochmal einen neuen Bogen zur Sicherheit craften. Wo ist denn, geht's jetzt hier zur Jagdhütte? Das ist mir echt ein bisschen aus der Kehre. Leute, das ist gut. Das schaffen wir in dieser Folge noch. Leinenfaden ablegen. Bogen vielleicht nicht machen, aber Leinenfaden ablegen. Noch sechsmal Roggensamen holen, den anbauen. Gerade ein höchstwahrscheinlich. Pilze. Hier Pilze. Es gibt Pilze zu sammeln. Können wir mitnehmen. Ist jetzt aber nicht das Hauptaugenmerk. Warum ich das gerade eingesammelt habe, ich will natürlich die Falle nochmal aufstellen. Hier die Vogelfalle. So, und dann bitte weitere Hasenfalle, Vogelfalle bitte aufstellen. Gut. So, hier geht der Leinenfaden rein. Wo bist du denn? So, Leinenfaden geht hier rein. Die Federn gehen komplett rein. 38 Federn haben wir jetzt. Das sieht erstmal ganz gut aus. Und der Rest wird verkauft. Und zieh durch, Junge, zieh durch. Das schaffen wir noch. Haben wir bei, ich glaube bei Unigost. Bei Unigost haben wir den Roggensamen bekommen. Da ist er. Kommt uns sogar noch entgegen. Sehr schön. So, zeige mir deine Waren. Nee, da haben wir den Leinenfaden gekriegt. Das ist natürlich totaler Blödsinn, was ich da gequatscht habe. So, erstmal verkaufen wir das hier, den Kreischerling oder wie er heißt. Oh, entschuldig bitte. So, 14 gebratenes Fleisch. Wir haben 23 Johanniskraut. Wir haben 19 Karotten. Wir haben das Leder. Wir haben 5x Pelz. Und wir haben sogar 2 Stöcker, die wir auch noch verkaufen werden. So, und danke, das reicht mir schon. Jetzt ist die Frage, Alvin Sobimir. Sag mal, seid ihr denn alle... Zeig mir mal bitte deine Waren. Ja, hier war Rockenkorn. So, und da werden wir
natürlich 6 Stück von kaufen. Sehr schön. Und jetzt geht's auch schon wieder zurück. Mehr wollte ich hier gar nicht haben. Können uns eigentlich schon mal, genau, haben wir schon drin, ne? Aber was wir brauchen ist Dünger natürlich. Haben wir zu Hause, läuft bei uns. Bin ich Ausdauer tanken und weiter geht's. Da sind schon unsere Gebäude. Greif du mich nochmal an, du. Jetzt plötzlich kommt hier ein Wildschwein um die Ecke, weißt du? Folgenweise suchen wir Wildschweine. Jetzt kommt er um die Ecke. Ist auch ein bisschen eklig, dass wir Dünger hier in der Truhe aufbewahren. Das muss ich ja jetzt auch mal sagen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 akzeptieren. Dünger. Man muss genau drauf halten. Sehr gut. Na. Will er nicht? Jetzt will er. So, sehr schön. 4 bitte den Roggen in den Sack tun. Nein, so muss es sein. Ja. Und fertig, liebe Leute. 12 Felder Dünger. Traumhaft. So, es ist ungemütlich. Ich gehe wieder hinein. Wir machen mal das Feuer an. Dann wird es schön gemütlich. Und, achso, Moment, doch. Wir können was zurückpacken. Wir packen den Holzhammer zurück. Wir packen die Tasche zurück. Ja, mehr ist hier auch nicht. Mehr ist hier auch nicht. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Aktuell. Außer die Fackel. Und ja. Ich würde sagen, das kann jetzt wunderbar gedeihen da draußen. Alles ist in die Wege geleitet. Wir haben, ich denke, ganz gut Geld gemacht, wenn wir nochmal kurz reinschauen. 1600 Münzen. Da kann man nicht meckern. Und es gab wieder einen Skill auf Landwirtschaft. Genauso sieht's aus. So, mehr Skillpunkte aus Aktivitäten in der Tierhaltung und Pflanzenanbau. Geduld, 5% langsamere Haltbarkeitsverlust von Tierhaltungswerkzeugen. Okay, gewissenhaft dann wird Werkzeuge. Ich glaube, Knight Rider. Funktionsweise noch nicht verfügbar. Okay. Milchstraße. 10% Melken, alles klar. Wir gehen hier drauf, ja, und investieren mehr Skillpunkte da hinein. Was wir auch nochmal nachgucken werden, und ich glaube, da sind wir sogar angestiegen. Ein einfaches Haus haben wir, ich glaube, jetzt gerade schon gebaut. So, wir haben hier 133 Überleben. Wir haben mittlerweile 26 Punkte in Landwirtschaft, nur durch das Pflügen, ja, also fast etwas mehr als das Doppelte durch diese Landwirtschaft gemacht. Das heißt, wir gehen langsam, aber sicher auf den Hühnerstall hinzu. Und wir haben 421 Punkte. Es ist nicht mehr weit bis zur Schmiede, Freunde. Das Ziel rückt näher, die Schmiede zu bekommen und vielleicht den Hühnerstall zu bekommen. Denn die gefütterten Hühner liefern Eier und Federn. Die angestellten Tierpfleger
hält sie gefüttert und sammeln auch Eier und Federn ein. Also, wenn wir die Hühnerstall haben, dann sollten wir gucken, dass wir uns auch einen Angestellten dazu holen. Und die Frage ist, was essen Hühner Gemüse? Weil dann können wir auch Karotten anbauen. Es nimmt langsam Form an hier alles. Es nimmt wirklich langsam Form an und wir haben hier zum Beispiel unsere Frau, und die ist sogar sehr, sehr gut in Jagen und in Bergbaugeschichten, allerdings nur 7 in der Landwirtschaft und in Tierhaltung. Ja, macht nichts, aber es gibt bestimmt auch noch Sachen, die unsere Frau erledigen kann. Da muss ich mir jetzt erst nochmal Gedanken machen. Wenn wir jetzt die Jagdhütte angehen, Details zeigen, Arbeiter zuweisen. Kein Arbeiter. Wir haben also keinen Arbeiter. Arbeiter über zur Jagd, Wildtier für Fleisch, Leder und zum Sammeln von Heidelbeeren, Stöcken, Pilzen, Federn. Gibt auch über einen Arbeitsplatz für die Herstellung von Jagdwirtschaften. Steuern 15. Kein Arbeiter. Wir können unsere Frau nicht zuweisen. Wir bräuchten vielleicht mal für unsere... Ja, wir bräuchten in Zukunft für... Achso, okay. Feld 1, Feld 2. Status, Roggen, Tiere haben wir nicht. Wir bräuchten vielleicht mal für unsere Jagdhütte. Aber was bringt denn das Ressourcenlager? So, neue haben wir Ressourcen im Holzschuppen, Grabungsschuppen in der Mine, Jagdhütte, Scheune, Fähre sammeln. Die Bewohner brauchen dieses Gebäude, um Holz zu bekommen. Okay. Also wir könnten gucken, dass wir für die Jagdhütte einen Angestellten bekommen und vielleicht für den Holzschuppen oder vielleicht sogar zwei Angestellte für die Jagdhütte. Und wir haben noch gar keine Scheune gebaut, wir haben einen Holzschuppen gebaut. Okay, Leute, das ist ich bin völlig durcheinander. Das heißt, wir können die Quest doch versuchen abzuschließen. Das machen wir jetzt in der nächsten Folge. Im Herbst bauen wir auf jeden Fall nochmal die Scheune. Ich glaube, das Feld haben wir ja jetzt angelegt, ne? Also eigentlich müssten wir ja jetzt im Journal, ja, platziere ein Feld. Funktioniert. Das heißt, wir brauchen nur noch diese Scheune. Das heißt, wir verfolgen das Ganze nochmal. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Däumchen da. Wenn ihr das erste Mal eingeschaltet habt, dann gerne auch ein Abo, freue ich mich sehr drüber und ganz besonders freue ich mich über Kommentare unter den Videos. Ich will sie beantworten, ich will das, was ihr drunter schreibt, nach Möglichkeit umsetzen. Und ansonsten bleibt mir nicht viel zu sagen, außer es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.